Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Stopfer 15344 und wir spielen Outlast 2, ja, auf der PS4 weiter. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind ja letztens genau hier stehen geblieben. Und für all diejenigen, die natürlich meine letzten Videos nicht gesehen haben sollten, ja, wird in der Videobeschreibung auf jeden Fall ein Link vermerkt sein, wo ihr raufklicken könnt. Also, yay, freut euch drauf. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viele Batterien. Achso, und was ich vergessen habe anzusprechen, ist Folgendes. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar freuen. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich hoffe mal, Tilda oder wie die heißt, die taucht jetzt nicht gleich schon wieder auf. Wartet mal. Ja, doch, ist richtig. Oh, was haben wir denn hier? Das habe ich letztes Mal anscheinend übersehen. Ich glaube, wir können uns auch hier vor Mathilda verstecken. Oh, und eine Batterie. Wie geil ist das denn? Das freut mich natürlich sehr. So, haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Ja, Verbandszeug. Und eine Nachricht, die wir lesen können. Aber das ist per se keine Nachricht, sondern wieder ein Kapitel aus dem Auszug. Ich werde mal kurz das anzeigen lassen. Ihr könnt auf Pause machen und es euch durchlesen. Nun gut, die Leute, dann mache ich mal wieder weiter. Ja, ich hoffe natürlich, dass Mathilda nicht gleich wieder auftauchen wird, weil das Problem ist, wir gehen diese Rennpassagen langsam ziemlich auf den Zeiger, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Da ist Mathilda schon wieder. Okay, ich muss ganz, ganz ruhig bleiben. Oh mein Gott, Mann. Müssen wir schon wieder vorher fliehen. Das geht mir voll auf den Sack. Und vor allem weiß ich nicht, wo wir lang müssen. Aber ich glaube mal, so wie es aussieht, aus der Richtung, woher sie gekommen ist. Okay, aber sonst können wir eigentlich nichts. Was soll ich? Können wir nichts machen. Okay, ich werde noch einen Augenblick warten, denn wir haben ja nur keine Ahnung, wo sie überhaupt lang patrouillieren wird. Also was für einen genauen Weg sie beschreiten wird, natürlich. Es hört sich an, als ob sie immer noch da wäre. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Okay. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die ist. Aber die kommt bestimmt gleich auf uns zugerannt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh yeah. Oh, das war knapp. There's gotta be a way through. Ja, natürlich gibt es einen Weg, aber es fragt sich natürlich, ob wir richtig sind. Ich würde auch gerne wissen, wie viele Batterien wir noch haben. Aber ich habe Angst, dass ich was verpasse, wenn ich jetzt hier mich umsehen sollte. Okay. Schade, du hast keine Batterie, wa, Kumpel? Der sieht auch leider ein bisschen tot aus. So. Well, there's no way to open that fence. Maybe there's another way around. Okay, das Gute ist, wir haben noch 3 Batterien. Oh mein Gott. Wie die hier exekutiert wurden, die Leute.
Ich sehe mich mal ganz kurz ein bisschen um, denn ihr wisst ja, bei Outlast ist es sehr wichtig, sich genauer umzusehen. Man kann natürlich Batterien finden oder irgendwelche Zettel oder was auch immer. Ist natürlich jetzt bei dem Spiel jetzt ein bisschen anders. Hier nehmen wir natürlich mit der Kamera auf und hören uns das an. Und es gibt weniger zu lesen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Ja, das ist sehr, sehr komisch und grausam, was die hier machen. Okay, wir können hier raus. Ich habe eine kleine Vorahnung, was passieren könnte. Und es wäre sehr, sehr mies, wenn das passieren würde. Okay, ihr wisst ja, Mathilda ist uns ja vorhin hinterhergerannt. Ich kann wetten, wenn wir den Fleischerhaken bekommen, dass uns dann Mathilda hinterherrennen wird. Ich kenne nun Outlast 2 so gut, dass ich denke, dass es passieren wird. Und das wäre, wie gesagt, ein bisschen beschissen, weil wir müssen uns den Weg einprägen. Das mache ich jetzt mal bewusst so. Oh ja, ich habe die Vorahnung, dass die herkommt. Oh mein Gott. Okay, hier sind überall Taschenlampen, aber keine Batterien. Das ist ein bisschen traurig. Und was ist das? Ah, dann kriegen wir den Fleischerhaken. Das mache ich mal noch nicht. Okay, Verbandzeug haben wir eigentlich schon. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass Mathilda dann gleich auftauchen wird. Wir können hier uns aber weder verstecken noch sonst irgendwas. Wartet mal, ich geh mal noch mal ganz kurz gucken, ne? Also, nur mit der Ruhe. Okay, wenn ich denn da lang renne, muss ich danach gleich nach rechts. Oder ich versteck mich da in dem komischen Fass, wo das Blut drin ist. Okay, machen wir es einfach. Ich glaube, die ist hier. Ja, die ist definitiv hier. Okay, ich glaube, ich weiß ja, wo ich lang muss. Problem ist, wenn die mir hinterher rennt, muss ich dann so weit rennen, wie ihr es gesehen habt? Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich rennen, das steht fest. Ja. Ich warte mal jetzt kurz, bis die Batterie ein bisschen leerer ist, damit wir die nämlich wechseln können. Okay, Leute. Gehen wir es an. Los geht's. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gehört? Da können wir uns auch verstecken. Ich habe keine Ahnung, ob die gleich auftaucht. Wow! Geh da rein, geh da rein! Oh. Oh mein Gott! Die kann ja also doch eindringen.
Okay, ihr wisst ja, wo wir lang müssen, oder? Los geht's. Okay, wir müssen jetzt hinne machen. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh yeah! Nein! Oh mein Gott! Alter, wir haben... Ist das geil, wir haben es geschafft. Oh. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Ja, mir pocht ziemlich das Herz, das könnte mir... Das könnt ihr mir glauben, wollte ich eigentlich gerade sagen, aber... Ja. Okay, wir haben eine weitere Trophäe bekommen, sehr gut. Das freut mich sehr. Ich werde allerdings nicht alle Trophäen bekommen können, was auch normal ist. Denn wir haben schon einiges verpasst. Vor allem so Zettel oder Videos, die wir hätten aufnehmen können. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Batterien bald leer sind, also alle. Oh, ich bin gerade gegen Kaktus gelaufen. Was ist das hier eigentlich für ein Ort, frage ich mich gerade. Oh ne, nicht schon wieder wegrennen, dann kriege ich echt eine Krise. Okay, wir haben was zum Lesen. Okay, mal gucken. Ja, jetzt habe ich es weggelegt. Wir haben schon wieder was vergessen? Ja, egal. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dich des Mordes sündig gemacht zu haben. Doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist du schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist du schuld an jeden Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet, denn der Feind ist wild und giftig und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer, du brauchst keine Vergebung, denn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Templegate dich braucht, wisse, dass ich dich liebe, Gott dich liebt, Nos. Alles klar. Also ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber Nos hört sich sehr pädophil an, ganz ehrlich. Weil der ist ja, der müsste ja älter sein als Martha, oder? Sah zumindest so aus. Oh, die sind gleich alt. Kann ja auch sein. Und wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Da kann ich nicht lang? Was? Okay, ich muss mich mal ganz kurz umsehen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir lang müssen. Aber es scheint eigentlich hier richtig zu sein. Ach, wahrscheinlich da oben, ne? Ja, sieht ganz danach so aus. Wait. This is before I found her hanging. Wow. Was für ein Übergang. Sehr leicht. Ich habe mich verarscht, sorry.
Okay, man muss eins sagen. Die Übergänge sind fantastisch gelungen in dem Spiel. Wirklich fantastisch. Okay, steht überall nur Jessica. Mir steht hier nicht. Oh. Okay, ich laufe erstmal hier hinten hin. Eigentlich solltet ihr das nicht sehen, aber was soll's. Wow! Okay, wieder eine Batterie, das freut mich sehr. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Da ist doch gerade irgendwas vorbeigeflogen. Lynn and Jesse's the plane. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the hangman somewhere for Lynn to find. Okay, alles klar. Also wir sollen jetzt einige Buchstaben finden, um dieses Rätsel zu lösen. Du benötigst die Folie. Okay. Und ihr habt ja auch diese komische Gestalt gesehen. Oder? Blockiert. Wo soll denn die Folie bitte sein? Also ich glaube wohl kaum, dass die genau hier sein wird. Die kann ja nur irgendwo hier sein vielleicht. Oder weiter vorne. Okay, hier schon mal nicht. Also die Schule ist auf jeden Fall das Gruseligste an dem Spiel. Das steht fest. Okay, ist auch blockiert. Das hört sich irgendwie saukomisch an, ne? Wenn wir jetzt gerade der Geräuschkulisse richtig zugehört haben. So, ich hätte es wegschieben können. Ich dachte jetzt, wir können den Fernseher anmachen. Das wäre lustig gewesen. Okay, ihr seht ja. Oh, was war denn das jetzt? Okay, wir haben die Folie. Was? Was war großzügig? Okay, don't forgive, glaube ich, steht da drauf. Gibt es vielleicht noch eine zweite Folie? Anscheinend nicht. Ja, wie gesagt, wundert euch nicht. Ich sehe, wie gesagt, das immer ein bisschen dunkler als ihr. Deswegen muss ich immer zwischen Nachtsicht und dem normalen Modus wechseln. Ah, geil, ich habe keine Batterien mehr. Oh, ist das schön. Das ist ziemlich Müll, meine ich. Da
letters. They're not lined up. Unforgivable soll das heißen, okay. Ja, bist du jetzt zufrieden oder nicht? Weil passiert gerade nichts. Und das ist, was mich leicht nervt. Unforgivable. Sounds about right. Okay, das Schlimme ist, ich habe gleich wieder keine Batterien. Also das ist, was mich am meisten an dem Spiel nervt. Okay, wo muss ich jetzt hin? Was soll ich machen? Oh. Okay, da steht Exit. Das Schlimme ist, ich sehe nichts, ne? Absolut gar nichts. Soll ich mich vielleicht irgendwo verstecken? Ja, Leute, das Schlimme ist, ich sehe nichts. Also ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Mann, das Komische ist, ich sehe nichts. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin soll. Wenn man nichts sieht, ist echt scheiße in dem Spiel. Ah. Oh, endlich eine Batterie. Okay, wir spielen fast 25 Minuten. Ich werde mal kurz Batterie wechseln.
Ja, oh mein Gott, wo kommen wir jetzt hin? What the fuck? I was just here. Oh mein Gott! Alter, was passiert bitte mit uns? Ich werde jetzt mal eine Stelle suchen, wo wir uns verstecken können. Was? Ah, okay, die Brücke. Anscheinend geht's da zur Mine. So, das werden wir uns noch anhören. Weg zur alten Mine, alles klar. The mines. This leads to the mines where the others took Lynn. Nun gut, die Leute, ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier auf jeden Fall die Aufnahme. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und es tut mir leid, dass wir da so ein paar Minuten hin und her geirrt sind. Ich hatte echt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Man sieht so wenig ohne Batterien. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Mal. Also bis dann und tschüss!